Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich wieder die Kathi neben mir stehen. Und Kathi hat auch einen YouTube-Kanal, Kathi Madia, natürlich gesund. Und mit der Kathi habe ich schon letztes Jahr einige Videos veröffentlicht. Wir hatten das Thema also Weiblichkeit, aber es war ja auf deinem Kanal. Da ging es so um Frau sein. Genau, und dann hatten wir über die Handystrahlung, ne, wie man Handystrahlung minimieren kann. Und mit Tobias hatten wir dann auch noch ein Video. Über Gemeinschaft und also ging so um den Potluck und genau, wie es so und Gemeinschaft ist. Genau, und Kathis Kanal verlinke ich oben rechts. Und Kathi, wir haben uns ja vor drei Jahren beim Potluck kennengelernt. 2015. 2015, wir kennen uns schon. Doch. Ja, 2015. Also wir kennen uns jetzt schon fast 3 Jahre und Kathi hat ja damals, als ich dich kennengelernt habe, hast du hier in Leipzig gelebt. Ne? Und seit einem Jahr geht Kathi einen ganz neuen Lebensweg, wo man auch sehr viel, was auch sehr viel Mut erfordert und was so, würde ich mal sagen, ist weit weg von dem, was die meisten Menschen praktizieren. Du bist wohnungslos seit einem Jahr und lebst minimalistisch und du hast also keinen festen Wohnungssitz, du hast auch keine in dem Sinn Alltagsroutine, wie das die meisten Menschen kennen, die einen 40-Stunden-Job oder was auch immer haben. Und darüber will ich heute mal mit Kathi sprechen, wie sich ihr Leben verändert hat, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sich für diesen Weg entschieden hat und was so in dem letzten Jahr passiert ist. Und da würde ich das gleich mal an dich übergeben. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will jetzt meine Wohnung auflösen und ich will jetzt nicht mehr diesen Alltag haben? Ja, sehr gerne. Ja, also auch nochmal von mir ein herzliches Hallo und ich bin 2012 nach Leipzig gezogen, habe hier ganz schön gelebt und 2017 war es, letzten Februar, wollte ich so 2 Monate Urlaub machen in Thailand mit Freunden zusammen, auch Tobias und Uta und Manuel, so ein paar Leute aus dem Rohkost-Umfeld. Und als ich dort war und mein Leben so aus der Ferne betrachtet habe, habe ich gemerkt, dass das für mich nicht mehr so stimmt. Ich wollte schon länger auf dem Land leben. Diesen Wunsch haben ja sehr viele Menschen, im Grünen auf dem Land zu leben, und sitzen aber irgendwie in der Stadt fest. Und mir ging es genauso. Ich habe alleine gelebt in der Stadt und wollte aber eigentlich auf dem Land leben in Gemeinschaft. Und dann war das sozusagen so, habe ich gemerkt, so, ich muss mich da jetzt so ein bisschen schubsen. Das passiert nicht, wenn ich da lebe. Ich bin einfach nicht losgezogen und habe mir Gemeinschaften angeguckt. Und dann war es auch so, dass ich ich bin Heilpraktikerin, mit meiner Praxissituation nicht so zufrieden war und habe dann von dort aus auch beschlossen, die Praxis zu kündigen, einen neuen Ort zu finden. Und dann mischte sich das alles, oder dann kam alles so zusammen, dass ich gesagt habe, ich höre damit ganz auf, weil ich auch gemerkt habe auf dieser Reise, dass ich ganz viel für meine Existenzangst arbeite. Und ich wollte mich irgendwie nicht von meiner Existenzangst so treiben lassen. Und habe Praxis aufgegeben, habe die Wohnung erstmal untervermietet, weil da hast du ja auch eine Kündigungsfrist und es war mir auch nicht so ganz geheuer, gleich alles aufzugeben. Ich wollte erstmal gucken, was ist, wenn ich zurückkomme. Bin ich dann, also ist dann meine Idee immer noch so, dass ich das machen möchte? Und habe dann auch den Urlaub verlängert, war dann 3 Monate da, um einfach diesen Prozess noch zu Ende zu führen. Und dann bin ich zurückgekommen, habe gemerkt, ja, ich gehe dafür und habe einfach Freunde, die auf dem Land gelebt haben, besucht und habe mir verschiedene Gemeinschaften angeguckt und habe das durchgezogen. Und den ganzen Sommer über bin ich dann so alle 1 bis 2 Wochen woanders hingefahren und das war sehr aufschlussreich, weil ich gemerkt habe, so, das will ich nicht. Und ja, und habe dann aber am Ende des Winters oder des Sommers gemerkt, da ist jetzt nichts so dabei, wo ich sage, ja, da ziehe ich hin, da setze ich mich nieder. Und dann wollte ich aber den Winter nicht hier verbringen, dann war ich jetzt den Winter über wieder im Ausland. Und irgendwann gab es dann so einen Punkt, wo sich was verändert hat, dass ich gemerkt habe, okay, ich finde dieses Unterwegssein so schön, das entspricht meinem Wesen irgendwie so. Diese Freiheit, dieses im Moment sein, dieses Zeit für Menschen haben, Zeit für mich selbst zu haben, um mich mit mir auseinanderzusetzen. So gut, dass ich jetzt nicht mehr auf der Suche nach irgendwas war, sondern beschlossen habe, das ist jetzt mein Weg, das ist mein Leben. Und jetzt ergibt sich sozusagen ein Schritt aus dem nächsten. Und eine Sache, genau das ist noch wichtig, warum ich losgezogen bin, war auch das Vertrauen ins Leben zu üben. Also weil ich schon immer viel Angst hatte,
wie gesagt, die Existenzangst. Und auch so hatte ich immer das Gefühl, das Leben meint es nicht so gut mit mir. Und dadurch, dass ich jetzt ja, mich so rausgeschubst habe aus dem Alltäglichen, aus dieser normalen Welt, war ich halt mehr so darauf angewiesen zu vertrauen, dass das Leben im richtigen Moment das Richtige zu mir bringt. Und es war manchmal schon ganz brenzlig, wo kann ich schlafen, manchmal wusste ich einen Tag vorher nicht, wo werde ich die nächste Nacht verbringen. Es war dann schon aufregend, aber es kam immer was. Und ja, das ist sehr spannend. Also ich kann mich erinnern, dass du manchmal gesagt hast, ja, ich weiß noch nicht, wo ich nächste Woche schlafe, aber du hattest dann trotzdem immer so eine Zuversicht, so ein Vertrauen gehabt. Ich meine, gut, mit Kindern ist es ja eh dann, dass man hat man da so eine ja. andere Verantwortung. Ich dachte immer so, oh Gott, ne? Ich war da immer selber ein bisschen mit aufgeregt und habe gedacht, oh, hoffentlich klappt das alles so. Aber du hast jetzt auch in dem Jahr die Erfahrung gemacht, das hat immer geklappt. Es hat sich für dich immer eine Unterschlupf gefunden. Du hast ja, ja. schon mal in so einem, hattest in so einem Café, ja. du hast auch mal ein Video gemacht, ne? Genau. In so einem schönen alten Theater oder Café eher so. Ja, ne? Das ist so ein Hausprojekt in Leipzig, wo eine Freundin von mir wohnt und die Zimmer waren oben alle belegt. Aber ich konnte halt unten in dem Café schlafen und habe es mir dann da so gemütlich gemacht. Das Entscheidende war so ein Tipp von Marielle, eine Freundin von uns, die auch einen Kanal hat, die auch lange wohnungslos gelebt hat. Die hat mir ganz am Anfang den Tipp gegeben, Kathi, stell sicher, dass du 2-3 Leute hast, wo du weißt, da kannst du jederzeit hingehen, die dich jederzeit aufnehmen. Und als ich mir das versichert, also nachgefragt habe, hey, wie ist das für dich, kann ich immer zu dir kommen und so. Und als ich die 2-3 Leute hatte, da hatte ich so ein sicheres Grundgefühl und dann konnte der restliche Flow einfach so kommen. Und das Schöne bei dir ist ja auch, dadurch, dass du keinen festen Wohnsitz mehr hast und auch online arbeitest, also frei arbeitest, kannst du dir ja, wie du schon erwähnt hast, auch eine Auszeit nehmen im Winter. Du warst auf Bali und in Indien. Genau, kurz dazwischen in Thailand. In Thailand, ja. Genau, und hast ja dann praktisch eine Auszeit genommen. Und das ist ja das eigentlich vielleicht auch, denke ich mal, ein Traum von vielen, die gerne im Winter auch es wärmer haben möchten. Und du hast das einfach umgesetzt. Ne? Das gehört viel Mut dazu. Deine Mut war größer als deine Existenzangst. Und das war für dich auch ein bestimmter ganz enormer Schub bezüglich der Persönlichkeitsentwicklung, kann ich mir vorstellen, dass das ganz viel mit dir gemacht hat. Ja, das kommen immer wieder neue Punkte irgendwie so hoch. Also das ist auch für viele ein interessanter Punkt. Wovon lebe ich denn? Kriege ich Hartz IV oder so? Nein, ich kriege kein Hartz IV. Ich lebe im Moment von Erspartem und das, was ich auf dem Weg irgendwie verdiene. Letztes Jahr gab es noch so Retreats, die ich mit Tobias gemacht habe, oder ich habe dann auch, wo ich in Leipzig war, nochmal Praxis gemacht, oder du machst ja auch Familienaufstellungen. Familienaufstellungen, genau, und das da muss ich noch gar nicht so groß an mein Erspartes ran. Jetzt ist das schon ein bisschen anders und ich merke auch, dass der Punkt jetzt sehr spannend ist, an dem ich bin, weil ich jetzt lange Zeit an vielen verschiedenen Orten war und jetzt merke, okay, so langsam finde ich schön, auch mal an einem Ort zu sein, wo ich wieder länger bin, habe jetzt eine Gemeinschaft gefunden, wo ich den Sommer über bin. Und da kommt dann aber schon wieder so, wovon zahle ich die Miete, wie kommt das Essen, so, ne? Und das ist gerade ein spannender Punkt, an dem ich selber forsche, weil die Existenzangst auch wieder auftaucht. Aber ich hatte immer so meine Idee war immer, das Ersparte reicht so lange, bis ich mir was anderes aufgebaut habe, mit einem besseren Lebensgefühl, so an einem besseren, also an einem Ort, der dann für mich passt. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich mache das immer so Schritt für Schritt, also ich weiß noch gar nicht, ob ich mich dann irgendwo niederlasse oder es ist jetzt wirklich auch ein großes Wagnis, wo ich auch wieder selber merke, ich habe jetzt beschlossen, ich bleibe da, aber ich weiß noch nicht, wo das Geld herkommt. Und das habe ich schon öfter im Leben gemacht, habe da eine gute Erfahrung gemacht und es wird wieder ein Wunder sein, wenn das vollbracht ist, so, ne? Und ich bin jetzt so, also Online-Business ist bei mir gar nicht so viel oder so groß, also das ist, bin ich auch immer wieder, also ich mache immer wieder Videos und merke aber, dass ich lieber mit Menschen im direkten Kontakt bin, genau, und da finde ich das gerade schön, in dieser Gemeinschaft zu sein und dann da vielleicht auch wieder andere Wege zu finden. Vielleicht entwickelt sich dann eben auch was. Das ist auch das Schöne, du sagst ja, du planst gar nicht so, du bist jetzt erstmal 5 Monate in der Gemeinschaft und was aber vielleicht in 2-3 Monaten ist, kannst du auch gar nicht so genau sagen. Ob du jetzt im Winter wieder in den Süden fährst oder nach Asien, weißt du es auch nicht. Ja. Du lässt dir das alles offen. Das ist eigentlich auch erstmal ein spannendes Leben. Ne? Ja, und das Spannende ist, dass ich auch gerade viele Menschen kennenlerne, die in so Umbruchphasen sind, die merken, so wie mein Leben bisher war, das
stimmt für mich nicht mehr, sogenannte Midlife Crisis, ja. Und also ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir eine Midlife Crisis ist, aber es ist auf jeden Fall so eine Neuorientierung, die ich alle paar Jahre mal habe, wo ich mein ganzes Leben auf den Kopf stelle. Und ich merke aber, dass das für mich wichtig ist, um authentisch und wahrhaftig irgendwie mein Leben zu leben. Und das ist mir dann wichtiger als die Sicherheit irgendwie. Also weil ich merke, das macht mich nicht so glücklich. Ich fühle mich dann nicht mehr so lebendig. Also du hast ja vorher in Leipzig gelebt, hast einen festen Wohnsitz gehabt, auch deine Praxis da und hattest da schon eher so einen gewissen Alltag. Und du hast auch gesagt, es hat sich nicht mehr so echt angefühlt, du hast dich nicht mehr so wohl gefühlt. Und jetzt, die Situation, wie sie jetzt ist, obwohl du sagst, manchmal kommt die Existenzangst wieder durch, fühlst du dich jetzt trotzdem lebendiger und wohler, so mit dieser Situation jetzt? Also ich merke, dass mein Leben immer mehr zu dem wird, wie ich mir das wünsche. Also in der Gemeinschaft zu leben, auf dem Land zu leben, Zeit zu haben für die Menschen, die da gerade vor mir sind und ja, das, da kann ich mehr von dem leben, was ich mir für mein Leben wünsche. So. Also in der Großstadt ist es ja oft auch anonymer, ne? Und man hat eben dann dieses Großstadt-Flair, wenn man so, also Natur, Gemeinschaft auf dem Land, das ist wirklich, das sind zwei Welten. Ne? Mhm. Ich habe auch so das Gefühl, in der Natur, oder ich weiß es auch, du weißt es auch, in der Natur kann man mehr zu sich kommen, kann man sich mehr erden, kann man sich mehr mit sich selbst auseinandersetzen, habe ich so das Gefühl. Also in der Großstadt habe ich auch manchmal, wenn man so feinfühlig ist oder feinfühlig wird, dann zieht das auch immer sehr viel Energie. Und ich denke, dass du dann gerade in der Gemeinschaft jetzt auf dem Land da viel mehr Energie bekommst, ne? Und viel mehr zu dir kommst und viel mehr so neue Prozesse ansteuern kannst. Auch ja, auch so Feedback zu bekommen, Spiegel zu haben. Und ich finde es einfach sehr spannend, also weil ich ja auch selber mit Menschen arbeite, die auf ihrem Weg begleite. Es ist für mich halt auch wichtig, einen wahrhaftigen, authentischen Weg selber zu leben, damit ich dann auch die Menschen da gut begleiten kann, dass sie zu ihrem authentischen Leben finden. Und das kann alles sein. Die können auch gerne in der Stadt leben und einen festen Job haben, wenn das für sie das Richtige ist. So, ne? Also da bin ich auch nicht wertend, sondern ich mag das auch rausfinden mit den Menschen. Was ist für mich mein richtiger Weg? Aber ich merke schon, ich empfinde mich schon auch viel so als Mutmacherin. Also gerade in der Praxis, ne? Die Menschen einfach, ja, Wind unter die Flügel zu geben, um sich Sachen zu trauen, die sich richtig für sie anfühlen, wo das Bauchgefühl oder das Herz einfach laut schlägt und sagt, ja, das will ich machen, und dann einfach so, okay, wie können wir die idealen Bedingungen dafür schaffen oder wie kannst du dir die Bedingungen schaffen, um das dann auch machen zu können? Und es ist natürlich auch kein Prozess von heute auf morgen, ne? Das ist so, du spielst ja auch immer wieder mit dem Gedanken auszuwandern und da gehören so viele Prozesse dazu. Ne? Und oder das, zumindest mal für eine längere Zeit irgendwo hinzugehen, das erstmal zu testen, wie ist denn das, wenn man irgendwo anders lebt? Ja. Und das braucht auch viel so, ne, diesen Schritt dann zu machen, und deine Phasen werden vielleicht auch immer länger, dann mal weg zu sein oder so, ne, je nachdem. Also ich weiß gar nicht, ich bin da gar nicht auf dem aktuellen Stand, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, es ist immer noch mal aktuell, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in nächsten zwei Jahren oder in fünf Jahren, das muss ich auch gucken, was mit meinen Jungs ist, die sind ja jetzt noch recht jung, aber ich kann mir das schon vorstellen, auch mal irgendwann anders, länger im Ausland zu leben. Ich habe ja auch mal früher Afrikanistik studiert, ich meine, ich hatte schon mal vor, irgendwo anders hinzugehen, ne? Also das kann ich mir vorstellen. Und noch ein Aspekt, wir haben ja jetzt über die wohnungsfrei, wie sich dein Alltag verändert hat und die Prozesse, die bei dir stattgefunden haben, aber du lebst ja auch recht minimalistisch dadurch, ne? Das ist ja auch schon auch bei dir ein Thema, ne? Ist das ein Thema auf deinem Kanal? Ich hatte auch schon einige Videos. Und du hast dich ja deine Sachen komplett mit dem Auto, hast du noch irgendwo was eingelagert, irgendwo Kisten stehen? Ja, mein ganzes, also ich hatte vorher eine Zweiraumwohnung, da gibt es auch einige Videos auf dem Kanal, wie ich das so reduziert habe. Und mit Hilfe von der Uta habe ich meine. Liebe Grüße an die Uta. Genau, von uns beiden. habe ich meine Zweiraumwohnung, über 60 Quadratmeter, die voll eingerichtet war, zusammengestaucht auf 15 Bananenkisten, die habe ich noch. Mhm. Und eine Kommode gibt es so. Das ist so mein Hab und Gut, was ich irgendwie. Ich hätte gerne noch mehr reduziert, aber Uta meinte so, das darf schon noch ein bisschen was übrig bleiben. So, das fand ich auch ganz schön, dass sie dann halt auch da gespürt hat, okay, es muss jetzt kein. Also es ist schon ein Riesenschritt. Also ich habe bestimmt 3/4 Dinge weniger, also mindestens. Und aber so reise ich halt aus dem Rucksack. Ich habe schon sozusagen einmal Winterklamotten, einmal Sommerklamotten. Aber ich habe jetzt auch gerade gemerkt, so im Vergleich zu anderen, die ich so treffe, die auch unterwegs sind, ich habe schon wirklich wenig so, und das ist auch voll schön zu merken, ich komme mit so wenig klar, und das schon über so einen langen Zeitraum.
Also dadurch, dass ich jetzt keine festen Einnahmen mehr regelmäßig habe, achte ich natürlich auch mehr darauf, wofür gebe ich Geld aus. Und ich merke halt, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ohne Geld glücklich zu sein und das einfach, wie viel mir der menschliche Kontakt zum Beispiel bringt oder einfach dieses einfache Sein und in der Natur, da brauchst du ja nicht viel, ne? Da musst du nicht ins Kino gehen oder ins Theater gehen oder mal ins Restaurant ausgehen, da bin ich ganz anders genährt und gesättigt und das, ich glaube, das hilft mir auch für meinen weiteren Weg, egal wo der hinführt, ob ich dann mal ein Haus habe oder eine Wohnung oder, aber zu wissen, ich kann mit ganz wenig irgendwie auskommen, das gibt ganz viel Ruhe auch. Du reist ja nur mit einem Rucksack, ne? 50 Liter? Nee, weniger, oder? Jetzt habe ich hatte für die Auslandsreise hatte ich mir so einen kleinen Handgepäcksrucksack ausgeliehen. Aber jetzt habe ich gerade wieder meinen alten, der hat glaube ich 50 Liter oder so. Hast du auch einen Schlafsack dabei, ne? Nee, Schlafsack. Diesmal nicht schon. Nee. War, aber, okay, du hattest aber mal einen dabei, oder? War ich das? Nee. Das jetzt? Okay, nee, aber du hast jedenfalls nur 5 und dann hast du alles dabei, was du brauchst. Kleidung, was du so für die Pflege brauchst, ne? So. Alles dabei. Moskitonetz, dein Laptop. Genau. Ne? Also eine Kamera. Ein Tuch. Du hattest ein Tuch immer mal so mit. Genau. Also du hast da alles in einem Rucksack und bist jetzt ein Jahr mit dem Rucksack unterwegs. Und da ist alles drin, was du brauchst. Und du machst trotzdem einen zufriedenen und glücklichen Eindruck. Ne? Und strahlst und bist so bei dir, so mit dir. Und es ist so schön zu sehen. Dass es eben das Glück eben nicht unbedingt von materiellen Dingen ab. Es kommt immer darauf an, worauf man den Fokus legt. Also ich will jetzt Materialismus auch nicht verurteilen. Es kommt immer darauf an, was man selber im Leben möchte. Ne? Und dass es eben auch mit ganz wenig Mitteln geht. Dass man ohne Wohnung und mit ganz wenig auch glücklich sein kann, zu sich finden kann. Das heißt ja nicht, dass du immer so leben wirst. Ne? Vielleicht entscheidest du dich in 5 Jahren mal wieder für eine Wohnung oder für eine Gemeinschaftswohnung und hast dann auch wieder ein paar mehr Sachen. Hast ja auch ein paar Sachen noch aufgehoben. Das ist ja nicht für immer, aber es ist jetzt so ein Prozess, so ein Weg, den du jetzt einfach gerne gehen möchtest. Ne? Du erfährst ja auch ganz viel über dich und auch mit anderen Menschen. Du hast ja auch jetzt ein Seminar mitgemacht, ne? Gemeinschaft leben. Gemeinschaftsbildung. Gemeinschaftsbildung, genau. So. Es ist einfach darum, also ich möchte halt in Gemeinschaft leben und ich dachte, ich gebe da mehr Energie rein und mache halt so einen Kurs dafür. Und da waren einfach, und ich wollte mit Menschen in Kontakt kommen, die das auch wollen. Und wir waren einfach 26 fremde Menschen, die 5 Wochen, 24 Stunden am Tag zusammen waren. Und da passiert natürlich einiges. So, da kannst du dich nicht mehr irgendwie verstecken hinter irgendwas. Und du hast eben gesagt, so, dass ich strahle und so. Es gibt wirklich so viele Berge und Täler. Also es gibt auch herausfordernde Zeiten. Aber das ist halt das Leben. Das ist die Lebendigkeit. Aber ich glaube, so dieses Auf und Ab, das haben auch Menschen mit einer Wohnung und einem 40-Stunden-Job, sage ich jetzt mal. Und Familie, da hast du auch Auf und Abs. Ne? Du bist da nicht immer die ganze Zeit am Strahlen. Das Wichtige finde ich halt so, dass ich das mache, was wirklich so für mich sich richtig anfühlt. So. Und da möchte ich Menschen ermutigen. So, ne? Denn wenn du mitkriegst, das stimmt für dich nicht mehr so, dann veränder irgendwas. Das kann mit was ganz Kleinem anfangen. Es muss nicht gleich die radikale Jobänderung oder Wohnungsänderung sein. Ne? Da einfach mal denselben Weg zur Arbeit nehmen, sondern einen anderen Weg. Das bringt schon neue Inspirationen rein. Also ist gut. Oder auch mal ein bisschen minimalisieren, ne? Einfach mal zu schauen, was brauche ich wirklich, was steht seit Jahren rum oder vielleicht was hängt auch im Kleiderschrank seit Jahren, dass man einfach da mal anfängt, ein bisschen Luft zu machen. Genau, das war auch der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so das belastet mich, ich muss mich um so viele Klamotten kümmern, um so viele Gegenstände kümmern, das braucht ja alles Pflege. So, ne? Und wenn du weniger hast, dann brauchst du dafür weniger Energie. Man hat, oder ich merke auch, ich habe eigentlich viel zu viel, ich brauche das gar nicht alles. Aber es ist ein schöner Prozess nach dem Fasten, okay, jetzt sortiere ich wieder etwas aus und es befreit auch so ein bisschen. Ja. Auf alle Fälle. Ich danke dir, liebe Kathi. War wieder ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und ich habe euch ja am Anfang den Kanal von Kathi verlinkt, den werde ich auch nochmal unten in die Infobox setzen. Ne? Sind auf alle Fälle inspiriert. Machst du regelmäßig jetzt noch Videos? Ja. Also schaut einfach mal bei Kathi vorbei. Du hast deinen Kanal schon seit 2 Jahren, ne? Genau. Es sind viele inspirierende Videos, auch so seelische Entwicklung, geistige Entwicklung. Ja, also psychosomatische Betrachtung und einfach auch so meinen Weg und beschäftige mich auch mit, wie Silke, so mit Ernährung. Und ein paar Rezepte sind auch dabei. Ja. Ein paar rohvegane Rezepte. Also eine ganz bunte Mischung aus vielen inspirierenden Dingen. Danke dir, liebe Kathi. Und danke dir für die Gelegenheit. Ja, gerne. Es gibt bestimmt auch mal wieder ein Update in einem Jahr. Gibt es ein Update? Was macht Kathi noch ein Jahr später? Das wäre auch mal ein interessantes Video. Ne? Wo hat sich dann hinverschlagen? Wir danken euch auf alle Fälle fürs Zuschauen dieses Videos. Hinterlasst gerne Kommentare. Wenn ihr Fragen habt an Kathi, dann einfach die Fragen unten als Kommentar hinsetzen. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Guckt auch mal rein und
mit Naturbeschauung die Fragen beantworten. Alles Liebe euch und bis bald. Tschüss. Ciao.